So, deine Tagesenergien für rund um Freitag, den 10. Juni 2022. Schauen wir mal rein, was die Karten dir sagen wollen. Hier für rund um dieses Datum, rund um den 10. Juni 2022. Natürlich wie immer, es ist ein allgemeines Kartenreading. Also geh nur mit der Botschaft mit, wenn du das Gefühl hast, sie ist auch für dich gemacht. Ansonsten halt heute nicht. Ne? So, gucken wir mal rein, was wir hier haben als grundlegende Energie für heute. Und da haben wir die Karte der Priesterin, die halt sagt, bitte erlaube dir, in deine Größe reinzugehen. Und das jetzt egal, ob du ein Mann bist oder eine Frau, die sich das hier anschauen. Ja, das ist jetzt rein sinnbildlich. Du könntest jetzt auch sagen, okay, ich als Mann, ich mache jetzt mal einen auf Priester. Also geh in deine eigene Kraft. Halt dich nicht länger klein, halt dich nicht länger zurück. Weder, weil du dir selber Dinge reinredest und kleinredest in deinem Kopf oder weil du es vielleicht auch anderen erlaubst, mit dir zu tun. Und dann, es geht hier schon sehr klar darum, deinen Auftrag in diesem Leben auch anzunehmen und ihn zu leben. Da, gut, dazu muss man ihn erstmal kennen. Ich hoffe, du kennst deinen Lebensauftrag schon. Wenn nicht, dann guck doch mal hier in die Infobox unter meiner Energiearbeit und vielleicht finden wir das gemeinsam mit einem Human Design oder auch mit einer Karma-Strangreise raus. Dann freue ich mich, wenn ich dich da auf der Suche begleiten darf. Aber um jetzt hier zur Karte zurückzukommen, diese selbstverständliche Erhabenheit deines eigenen Platzes. Darum geht es hier in der heutigen Energie. Wer bin ich? Was kann ich? Wie nutze ich das? Und in einer Selbstverständlichkeit, weil es so für dich gemacht und gemeint ist, dass es gar keine andere Möglichkeit für dich gibt, als das zu tun. Weil es dein innerer Ruf ist, weil es dir so ein Grundbedürfnis ist, wie atmen, wie Wasser trinken, wie essen, schlafen, dieses dich und dein Leben zu leben. Ganz, ganz klar und würdevoll. Das ist so die Botschaft, die ich heute für dich habe. Jetzt gucken wir mal ins Tarot, ob wir hier noch ein paar Hinweise kriegen, wie du das am besten angehen und machen kannst. Oder vielleicht auch ein Rat, womit du dir gerade dabei noch hoch im Weg stehst. Welche flutscht denn hier so raus? Ah, okay, du hast irgendwie, also das Abenteuer wartet hier, aber du bist hier halt im vermeintlich sicheren Hafen und sagst, naja, ich weiß ja, was ich habe. Also das, was ich habe, ist ja auch gut genug. Und das, was ich habe, na, da kenne ich mich ja mit aus. Bin zwar nicht glücklich damit, ne, also wirklich begeistert guckt der hier ja nicht, bin halt nicht wirklich glücklich damit. Das Abenteuer wartet halt da außerhalb meines sicheren Turms, aber weiß ich halt auch noch nicht, was mich da erwartet. Also offensichtlich stehst du dir da gerade mit so einer, ja, Blockade, inneren Blockade selber im Weg, dieses, jetzt müsste ich mal meinen Mut zusammennehmen und springen, aber weiß ja nicht, was mich erwartet. Halt, naja, nur Gutes. Aber bis du da hinkommst, kann der Weg ja auch ein bisschen mühsam und beschwerlich sein und da hast du vielleicht keine Lust drauf oder ist dir zu anstrengend oder was auch immer. Und diese Unwissenheit ist ja das, was dann eben im Lähmenden ist, weil, wie gesagt, der hier auf seiner Schatztour, der weiß ja, was er da hat. Der Schatz ist halt jetzt nicht unbedingt der, den er mag, den findet er jetzt auch nicht so toll, aber er bietet halt eine gewisse Sicherheit, vermeintlich wohlgemerkt, um zu sagen, na, dann gehe ich halt jetzt da nicht meinen Weg weiter. Dann bleibe ich lieber im sicheren Hafen. Also das ist offensichtlich das, was dich auf deinem Weg hier in deine eigene Großartigkeit noch bremst oder aufhält. Aber gucken wir mal rein, was wir hier noch für dich haben. Wir haben den König der Kelche. Das könnte jetzt ein weiser Berater sein, den du aufsuchen könntest, der dich einlädt, ihn zu kontaktieren. Jemand, der, und hier könnte auch wiederum ein Mann oder eine Frau sein, nur weil da ein König drauf ist. Ja, also mach das jetzt nicht so am Geschlecht fest, sondern eher an der Energie, die der König ausstrahlt. Erhabenheit, Selbstsicherheit. Und der sitzt da auf seiner kleinen Insel und genießt einfach nur sein Leben. Der hat alles, was er braucht. Der hat den Überblick. Der sieht, was auf ihn zukommt. Der macht sich keine Sorgen um morgen und übermorgen und nächstes Jahr, sondern er sagt, hey, jetzt ist doch gut. Mir geht's doch gut. Also vielleicht kennst du so eine Person, die du aufsuchen könntest, die dir dabei hilft, in die gleiche emotionale Stärke reinzukommen. Kann aber auch genauso gut sein, dass das der Hinweis für dich ist, dass du diese emotionale Stärke und Selbstverständlichkeit brauchst, diese innere Ruhe, um zu sagen, hey, ich gucke jetzt einfach mal, die der König hier selber auch ausstrahlt, dass du das brauchst,
um dann praktisch deinen Weg in deine eigene Kraft, in deine Bestimmung gehen zu können und dann aufzubrechen. Und du brichst ja nicht auf als unbeschriebenes Blatt, Sechs der Schwerter, sondern du brichst ja auf mit sehr, sehr, sehr vielen Erfahrungen, die du schon gemacht hast. Du wirst noch mehr machen auf deinem Weg und du musst den Weg ja auch nicht alleine gehen. Ja, und was nochmal mit, da können durchaus Wegbegleiter an deiner Seite sein. Achte nur darauf, dass es die richtigen sind, dass ihr das gleiche Ziel habt miteinander, nicht, dass du denen hinterher trottest und dann landest du irgendwo, wo du gar nicht hin wolltest, weil ja, die einfach andere Vorstellungen hatten von ihrem Leben als du selbst. Aber nichtsdestotrotz, ja, wir sehen hier unseren Helden auf dem Bild, wie er sich zurückschauend verabschiedet vom alten Leben in der Turmkarte, die ich ja gerade schon wieder reingemischt hatte. Und sagt, okay, ich weiß, was ich zurücklasse, ich bin dankbar für diese Zeit, aber wenn ich jetzt aufbreche zu meinen neuen Abenteuern, dann muss der Blick dann aber auch nach vorne gehen, damit ich nicht übersehe, wo es da für mich hingeht. Aber ich breche halt auch wirklich auf in was komplett Neues und das sollte dein Herz auch vor Freude und Aufgeregtheit höher schlagen lassen, weil oftmals, das waren mir ein bisschen zu viele, oftmals verwechseln wir ja auch dieses flatterige Gefühl im Bauch mit Angst. Dabei ist es eigentlich eine Aufregung. Wir haben hier die vier der Kelche, also das Universum scheint dir schon jede Menge Hinweise zu schicken für, jetzt mach doch mal, jetzt geh doch mal los, du weißt doch, was du willst oder du weißt zumindest, welches der nächste Schritt wäre, um mehr in die Klarheit zu kommen, wie du das angehen könntest oder was der nächste Schritt sein könnte. Aber irgendwie gehst du nicht los. Und das Universum oder wer auch immer sagt dir, nur guck doch mal, nur guck doch mal und ich gebe dir noch einen Kelch und noch einen Kelch, jetzt nimm doch mal. Und du sitzt da und sagst, der ist nicht schön genug und der ist nicht schön genug und das ist mir noch nicht Zeichen genug und das auch nicht und nee, nee, nee. Und verzweifelst fast so ein bisschen über der aktuellen Situation. Dabei gibt es halt nur eine Person, die hier aufstehen und ins Abenteuer gehen könnte und das bist du. Also wir haben ja jetzt praktisch hier die zweite Viererkarte. Wie gesagt, die eine hatte ich ja wieder reingemischt, weil die nur so komisch rausgeflutscht ist. Die sagt, da ist Stagnation bei dir. Aber aus der inneren Ruhe heraus, aus dem Selbstverständnis heraus oder eben auch mit den richtigen Reisebegleitern, Schrägstrich Mentoren, Coaches an deiner Seite oder wer auch immer dir da ein bisschen mal in den Hintern treten kann, bist du auf dem richtigen Weg, aber sowas von. Und es muss ja nicht alles mit 7 Meilenstiefeln geschehen. Sondern solange du in kleinen Schritten vorangehst, geht es ja auch wirklich weiter. Und da haben wir jetzt hier nochmal den Hinweis, achte auch drauf, wen du um Rat fragst. Achte darauf, dass du nicht Leute um Rat fragst, die selber nicht ihr Traumleben leben, sondern frag Leute um Rat, die dir Vorbild sein können, weil sonst wird da eine große, undefinierbare Suppe draus, die keiner haben wollte. Und pass auch auf, dass du dich selber nicht verrätst, indem du noch länger wartest. Halt dich nicht länger zurück, sondern hier haben wir es, brich auf und entdecke unterwegs, was da alles auf dich wartet. Weil wenn du da bleibst, wo du gerade bist, du wirst nicht glücklicher dabei. Du wirst nicht glücklicher. Und die Frage ist ja, mit welchem neugierigen Blick gehst du diesen Weg? Und wir sehen hier sehr schön unsere Figur, die sich entschieden hat, da muss doch noch was geben auf dieser Welt, da muss doch noch was sein. Und ich entdecke mich mal selbst, weil dazu sind ja Wege da. Ich entdecke mich ja mal selbst. Könnte auch ein Hinweis für dich sein, den Jakobsweg zu laufen. Kannst ja mal gucken, ob das eine Option für dich ist. Vielleicht solltest du wirklich mal wandern gehen, um in deine Klarheit zu kommen. Und auch beim Jakobsweg, ne, man begleitet ja immer, man begegnet ja auch immer wieder den gleichen Menschen unterwegs, aber man geht ihn am Ende doch alleine. Also vielleicht auch nochmal ein Hinweis, dieses, was lasse ich zurück? Wovor habe ich Angst, dass ich zurücklasse auf dem Weg, obwohl ich weiß, dass ich es zurücklassen muss, weil, dass ich das nicht mitnehmen kann. Und ob dieses, was lasse ich hier zurück, dein altes Ich ist, weil das ist ja dann nicht mehr da. Ja, ich benutze so gern das Bild mit der Raupe und dem Schmetterling. Wenn die Raupe zum Schmetterling geworden ist. Sie kann nicht mehr zurück zur Raupe. Das geht nicht mehr. Die hat Flupp gemacht. Die ist zum Schmetterling geworden und es geht nicht mehr zurück. Die Seele ist noch da. Sie ist noch sie selbst, aber ist sie auch nicht mehr, weil sie weitergegangen ist. Also vielleicht hast du auch Angst, dieses alte Ich zurückzulassen. Dabei hat es dich doch hierher gebracht, bereit für die nächste Version von dir. Und das hat es ja auch schon mehrmals gemacht. Ich meine, du warst mal Krabbelkind, dann warst du Kita-Kind, dann warst du Schulkind, dann warst du weiteres Schulkind, dann warst du Auszubildender, Schrägstrich Student, dann warst du was auch immer. Du bist doch immer durch Phasen gegangen und konntest nicht mehr zurück. Du kannst vom Schulkind nicht zurückgehen zum Kita-Kind. Das geht nicht.
Ja, also, und selbst wenn du anfängst, in der Kita zu arbeiten, bist du nicht mehr das Kita-Kind. Du kannst nicht zurück, aber die Seele ist ja noch in dir. Und da stehst du jetzt halt gerade vor dem nächsten Entwicklungsschritt. Und guck, dass du ja vielleicht dich auch liebevoll verabschiedest von deiner alten Version. Oder wenn du jetzt sagst, weiß ich nicht, was immer hier auch an Fortbewegung in dir stattfindet, vielleicht ein Jobwechsel oder sowas. Du kannst nicht zurück in die alte Firma. Du kannst vielleicht schon unter bestimmten Umständen, aber trotzdem, die Firma hat sich verändert, wenn du da wieder eintrittst. Du hast dich verändert, ihr seid nicht mehr die gleichen. Auch wenn du nach Jahren zurückgehst, ja, ist es anders, als es früher war. Das kennen wir vielleicht auch aus unterschiedlichen Bereichen in unserem Leben. Und dann verabschiede dich liebevoll von dem Alten und heiße das Neue freudvoll und neugierig willkommen. Das ist der Rat der Karten hier für dich. Wir gucken mal, was wir noch aus dem Feendeck an Botschaft hier für dich mit rausziehen können, was wir hier noch haben für rund um Freitag, den 10. Juni. Transformation von der Raupe zum Schmetterling. Du bist gerade in einem Transformationsprozess und darfst dir da auch Waiting for Winter Zeit geben, aber nicht in Stagnation, sondern Zeit geben im Sinne von mit kleinen Schritten dich rein fühlen, rein wachsen in die neue Version von dir, in die neuen Schritte. Aber geh sie, damit du da überhaupt reinwachsen kannst, weil das Abenteuer passiert nicht, wenn man davon träumt. Das Abenteuer passiert, wenn man sich auf den Weg macht. So, dann kommen wir jetzt zu deiner eigenen Frage. Denk mal an deine Frage, an dein Thema, das dich gerade interessiert. Dann schauen wir mal, was die Karten dir hier antworten möchten. Allerdings auch hier wieder, nimm die Antwort nur, wenn sie auch zu deinem Thema passt, mit dir resoniert, ja? Und dann schauen wir mal, was wir hier für dich an Botschaft haben. Es wird besser werden. Was immer du gefragt hast, um welches Thema es geht oder um welche Frage es geht, es wird sich verbessern. So, brauchen wir noch eine? Offensichtlich ja. Es wird besser werden, wenn du bestimmt dran bleibst, wenn du in Klarheit weißt, was du willst, dran bleibst und es dir auch holst, also auch bestimmt auftrittst, dich durchsetzt, manchmal auch vor dir selbst oder gegen dich selbst, ja, dann wird die Situation besser werden, wenn du für dich einstehst und dann entsteht eine große Veränderung, die du aber auch haben willst, ja. Also Veränderungen machen uns ja manchmal auch Angst, aber letztendlich willst du die haben und dann haben wir hier genau wie gestern die Success-Karte und der Erfolg stellt sich ein. Wenn du für dich einstehst, wird die Situation sich verbessern, die Dinge werden sich verändern und der Erfolg stellt sich ein. So, damit danke ich dir fürs Einschalten, wünsche dir einen tollen, wann auch immer du dieses Video schaust, rund um Freitag, den 10. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, deine Denise.